Das große Wandobjekt mit dem Titel Zwiesprache bezieht sich auf ein Gemälde eines unbekannten Künstlers aus der Gruppe der Meister des Hausbuches. Der Maler schuf um 1480 das Doppelbildnis eines ständisch ungleichen Liebespaares. Über den Köpfen der Figuren schweben zwei gewundene Spruchbänder. Dialoghaft ist dort ein gegenseitiges Treueversprechen der beiden zu lesen. Die in sich verschlungenen Bänder scheinen sich fast zu berühren. Diese beinahe Berührung und das auf sich zurückgeworfene Berührtwerden der Bänder als poetisches und sinnliches Bild bildeten den Ausgangspunkt für meine Arbeit. Der Vorhang erscheint in der Malerei als eine Möglichkeit, Räume zu imaginieren und Betrachterinnen und Betrachter vor die unlösbare Frage zu stellen, was sich außer dem Bildträger selbst hinter dem gemalten Vorhang verbergen oder eröffnen könnte. Diesem Spiel mit Raum und Tiefe setze ich die Fläche des Vorhangs entgegen. Auf ihr breitet sich je ein streng geometrisches Muster aus, welches sich einerseits in dessen Bewegungsdarstellung der illusionistischen Draperie fügt und andererseits den Prozess des Auftragens und Auswaschens der Tusche als Eingriff auf der Fläche herausstellt. Die Arbeiten entwickeln eine Räumlichkeit, die jedoch immer wieder gestört wird, kippt oder sich nicht auf- bzw. einlösen kann. Die Formensprache entlehne ich immer wieder dem Werkbruch eines unbekannten spätmittelalterlichen Künstlers, welches perspektivische Figuren zeigt, aber auch den gebauten Polygonen, Objekten des Mathematikers Max Brückner und architektonischen Fragmenten.